Hallo und herzlich willkommen bei H1Z1, der offenen Beta. Ich bin der Fangamer. Ich mache jetzt das hier nur ganz geschwind mit Charakter. Ja, H1Z1 ist eine Battle Royale. Ich nehme mal. Und wir fangen schon ein Spiel an. Spiel eine Runde Solo. Na toll. Na gut, schauen wir mal, wie das ist. Ja, wie gesagt, das ist auch ein Battle Royale Modus. Gibt es ja jetzt schon seit PlayerUnknown Battleground. Gibt es schon einige, die es ihnen nachgemacht haben. Fortnite zum Beispiel hat es gut gemacht, hat eine große Fangemeinde bekommen und jetzt möchte auch H1Z1 auf der Konsole mitschnuppern, da ja die PC-Version schon viele Jahre draußen ist. Und mal sehen, wie es hier ist. Das Ganze wird diesmal nicht in Streamform gemacht, sondern eben als Folge. Das ist immer leider, dass ich da keinen Spieler sehe. Jetzt sehe ich ihn. So, Steuerung wäre auch wichtig. Waffe ziehen, Waffe tauschen, abfeuern, Granate interagieren. Nachladen ist da, okay. Ach, wisst ihr was? Wir werden hier mal aufschlagen. Vorne ist meine Stadt, ein Dorf. Ich habe keine Ahnung, wie ich wem überhaupt hauen kann. Okay. Das war jetzt ein kleiner Fehler vielleicht wegen den Verbänden. Aber wie tue ich wirklich? Auch wenn ich da jetzt abgeknallt werde. Vielleicht ist es auch gar nicht gedacht, dass man hier ohne Waffe kämpft. Da ist wer. Der fährt weg. Wie gesagt, ohne Waffe hat man nicht viele Möglichkeiten. Vielleicht ist ja hier noch was zu finden. Toll. Nope.
Einen Helm hat er mal lassen, super. Noch ein Helm. Läuft schon besser. Alter, da kann man sich Autos runterlassen. Scheiß die Wand an. Man liegt innerhalb des guten Kreises. Ja, Anon. Ja, was sag ich? M1, H1 oder wie auch immer das heißt. Ist sicherlich ein Spiel, das nicht auf Rushen ausgelegt ist. Da liegt was. Oh, da kommt ein Auto. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es hier eine Anzeige, wer noch wo über ist. Ich gehe mal zu den Silos da drüber. Alter, wieso werden da so viele runtergelassen? Naja, schön langsam werde ich hier weg müssen. Die Hellfire will ich eigentlich nicht droppen. Ich muss aber in die andere Richtung. Ich
Ich würde mal in die andere Richtung laufen. Oder mache ich das gerade schlecht? Nein, von der Stadt eigentlich weg, das ist eh gut. Wieso kann man überleben? Richtung Berge. Oder wird hier das Gebiet zusammengezogen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass ich schon ziemlich lange überlebt. Oh ja, das erinnert mich alles sehr an. Oh! Ich glaube, ich muss hier doch weg. Ah, du bist ein Arsch! Oh. Überfahrt mich da einfach. Aber ich habe mal überlebt. Er hat mich gesehen. Kann man nichts machen. Ja, erstes H1Z1 Ergebnis Platz 27 ist Leimann eigentlich. Ziemlich lange überlebt. Bis ich da von so einem Wichser umgemäht wurde, der hat sich's leicht gemacht, oder? Das nächste Mal suche ich mir auch ein Auto und fahre überall durch die Gegend nur und mähe Leute nieder. Oder stehen viele Autos? So, ich möchte mal darauf schauen. Kann ich da gleich einen direkten Weg nehmen? Schaut gut aus.
Das haben sich, glaube ich, auch ein paar andere gedacht. Dass der Leimand wäre. Eigentlich nur eine Waffe haben. Nur eine Waffe, ein Auto und dann abhauen. Da kann man die Autos nicht fahren. Alter. Na gut, da kann man nicht fahren. Scheiße, Dreck. So, schauen wir mal, was das dort für eine Anzeige ist, wenn ich es erleben sollte. Karte ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anders, wenn mich nicht alles täuscht. Oh shit.
Nein! Oh, der hat mich gesehen. Da habe ich jetzt die Waffen nicht gehabt, der nötigen. Na gut, eines machen wir noch für die Beta. Was sagt uns das alles ohne Fahrzeug? Usch. Wenn man da niedergefahren wird. Ja, hier ist der Vorteil, man kann aussteigen jederzeit, was auch cool ist. Was ich hier anmerken möchte, was nicht cool ist, dass es einfach zu einfach gemacht wird mit Fahrzeugen, wenn man es hat. Wenn man keines hat, ist man hier stark benachteiligt, sage ich mal. Genau, das ist die You Can See Me Geste quasi. Warte, was machst du da, Schwuler? Na gut, auf ein neues. So, mein Plan ist jetzt Auto schnappen, wegfahren und danach Waffen suchen. Obwohl ich da noch geschwind rein könnte in die Wohnwegen. Und jetzt mal das Auto schnappen. Scheiße. Ist das eine Tankanzeige auch? Wie geil ist das denn?
Oh, 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 oh. Oh, geschossen. Das heißt, da müssen noch welche stehen, wo? Mag noch mich stark. Scheiße. Das war jetzt nicht so kuschelig. Okay, ich muss hier weg. Geil. Aber ich bin unten. Oh. Ist ja geil. Ich lebe noch immer. So, jetzt fahren wir mal dorthin und schauen wir mal, was hier ist. So könnte man natürlich auch überleben hier.
da wird eingeschränkt, der Kreis. Das Fahrzeug fährt Sache, Alter, bist du deppert. Bei dem lasse ich mich auf nichts ein. Ja genau, Bötzen schon. Ja, coole Endzeitstimmung aber die Map, auf jeden Fall. Wow. Aber ich glaube, mit dem Herumfahren überlebt man. Ich aber bald immer. Oh! Raus aus dem Bereich. Alter. So überlebe ich nicht lange sicher. Aber der Bereich wird schon sehr klein. Oh oh. Da werden jetzt natürlich alle rein wollen. Das wird jetzt heftig werden.
Nein! Okay, das war dumm. Fast hätte ich ganz überlebt. Immerhin 16er. Wir werden das jetzt hier beenden. Drei Spiele habe ich euch gezeigt. Immer wieder ein bisschen anders gespielt oder auch nicht. Je nachdem, wie ihr das seht. Ja, Heinz Tedens gefällt mir von der Atmosphäre am besten, muss ich sagen. Weil ich habe jetzt PlayerUnknown Battleground noch nicht gespielt. Ich warte auf die PS4-Version. Ich habe Fortnite gespielt, jetzt H1 Z1 und ich muss sagen, von der Atmosphäre gefällt mir H1 Z1 besser. Nicht so übertrieben comichaftig. Atmosphäre super mit euch. Ja, mein, wenn man mal im Auto ist, dann geht's. Wenn man kein Auto hat, ist man am Arsch. Das ist so. Aber wir sind gespannt, was das Spiel noch bringen wird. Ich bin auf FunGamer. Das war die offene Beta von H1 Z1. Macht's gut, bis dann, ciao und baba.